Im letzten Video habe ich zwei Seiten für Speise- und Getränkekarte hinzugefügt und zwei Templates gemacht, beziehungsweise es gibt schon eins Default und ich habe ein zweites gemacht, das Karte heißt, das korrespondiert mit den Dateinamen in diesen Ordnern. Also die Ordner stehen für Einzelseiten und in den Textdateien sind die Informationen, Textinfos und so weiter enthalten, die wichtig sind für diese Seite. Und wenn es Bilder gäbe auf der Seite, wären auch die Bilder da drin. Und der Name dieser Datei, die korrespondiert mit dem Template-Name, mit dem Template, das verwendet werden soll, um diese Seite zu rendern. Jetzt hatte ich ein Problem, und zwar habe ich in beiden Templates Elemente, die genau gleich sind. Zum Beispiel diese Navigation, aber auch den ganzen Beginn hier oben. Und das ist nicht so gut, weil wenn ich eine Änderung an diesen Elementen machen möchte, dann muss ich das in allen Templates tun. Und darum kann ich ein Snippet machen. Und da mache ich jetzt gleich zwei. Eines nenne ich header.php, ups, php, und das andere nenne ich futter.php, und um zu zeigen, was da passiert, schreibe ich einfach mal da ups, Futter in den Futter und Header in den Header. Und jetzt gehe ich hier mal schauen, wo ich da gerade mich befinde. Auf der Homepage. Also ich gehe ins Default. Ins Default Template und lösche einfach mal eine Reihe Zeilen. Und zwar alles, war das vielleicht nicht. Aber das, was ich hier hatte, und dann schreibe ich hier PHP Tags, und ich glaube, ich kann das so machen. Snippet. Und als Argument den Namen dieses Snippets, also Header. Und das gleiche für den Footer. Und jetzt entweder stürzt es ab oder es geht. Es geht. Also oben steht jetzt Header und unten Footer. Und jetzt gehe ich hier zurück. Beziehungsweise, bevor ich zurückgehe, kopiere ich mir die nötigen Elemente hier raus. Ich nehme diese ganze Navigation mit und platziere das hier im Header-Snippet. Speichere das und für den Footer gehe ich ebenfalls hier ins Karten-Template und nehme da das damit. Und platziere das hier. Und ich könnte eigentlich auch gleich einen Footer-Tag schreiben und hier zum Beispiel die Telefonnummer des Restaurants hineintun. Und das wäre etwas für dieses Site-Ding, für die Site-Datei. Es ist übrigens nicht wichtig, ob hier Groß- und Kleinschreibung eingehalten wird bei diesen Labels. Und da kann ich dann schreiben, irgendwie. Eine Telefonnummer. Und zurück ins Footer-Snippet. Das ist dann mit Dollarzeichen. PHP haben die Variablen immer ein Dollarzeichen davor. Seit, und da ist es der Eintrag Telefon. So. Header ist, glaube ich, auch gespeichert und jetzt
Bei Default habe ich es schon. Und bei der Karte muss ich es noch machen. Das kommt weg. Das oben und schreibe Header rein. So, und jetzt ist das ziemlich entschlackt. Also meine zwei Templates, das Default-Template und das Karten-Template, die unterscheiden sich zwar, aber ich sehe hier eigentlich praktisch nur noch die Zeilen, die sich unterscheiden. Und das, was in beiden gleich ist, habe ich in diese Snippets ausgelagert. Also das ist ein erheblicher Gewinn an Übersichtlichkeit. Und jetzt, wenn ich hier in der Navigation mich durchklicke, dann sehe ich auch jeweils hier den Footer und den Titel, wobei, ja genau, der Seitentitel, der ist auch da drin. Und was muss ich jetzt noch machen? Hier scheint mir, als hätte ich den Titel der Website zweimal drin. Ist das wahr? Tatsächlich. Das kommt weg. Nur noch den Seitentitel. Was ich jetzt im Header noch machen kann, ist einen Link um diesen Seitentitel herum, so dass ich immer wieder auf so dass ich immer wieder auf die Homepage zurückkomme, indem ich auf den Titel klicke. Das ist so eine Art Standard, der sich etabliert hat. Und hier kann ich das kopieren? Eben nicht. Hier zeigt sich meine Ungeschicklichkeit im Visual Studio Code Editor. Ich benutze sonst Vim und bin hier leicht überfordert. So müsste das eigentlich gehen. Ja, jetzt habe ich hier einen Zurücklink, wenn ich auf der Speisekarte bin und das anklicke, komme ich wieder auf die Homepage. Das ist gut. Jetzt ist mir noch nicht ganz klar, warum hier der Seitentitel ist H2, warum das hier nicht als Titel ausgezeichnet wird, ist aber auch nicht so wichtig. Aber vielleicht habe ich etwas im Style Sheet. Nein. Das wäre jetzt vielleicht der Zeitpunkt, das mal hier in den Developer Tools anzugucken. H1. Ah, bei Homepage, da stimmt irgendetwas nicht. Da gibt es keine Tags. Also mal gucken. Was stimmt denn hier nicht? Auch hier stimmt es nicht. Ich frage mich, ob etwas hier oben nicht stimmt. Vielleicht müsste ich PHP schreiben anstelle von das Gleichzeichen. Nein, das ist es nicht. Das muss ich jetzt nachschauen. Hier unter Snippets geschrieben werden, die wie mit dem PHP-Tag. Okay, also das ist etwas, was ich ändern sollte wahrscheinlich. Und hier ebenfalls. Aber ob es wirklich daran liegt, dass das hier nicht sauber kommt, vielleicht ist es gar nicht hier.
hier drin, sondern im Snippet selber. Es ist jetzt nicht super tragisch, dieser Fehler, aber ich investiere jetzt noch 30 Sekunden. Und vielleicht sehe ich es, wenn ich den Quelltext angucke. Ah, es sieht so aus, als hätte ich den Nav-Tag nicht geschlossen. Tatsächlich, es ist mir irgendwie beim Kopieren abhanden gekommen. Okay, und jetzt stimmt es wieder. Okay, also das sind so Fehler, die geschehen, wenn das Markup kaputt geht. Ist nicht schlimm, aber schnell geflickt. Und jetzt, wenn ich das so habe, möchte ich noch zwei Dinge. Also einerseits die Speisen in der Speisekarte und was wollte ich noch? Wahrscheinlich bessere Styles. Ah ja, genau, Blueprints natürlich, nicht Styles, sondern Blueprints, weil, ich zeige gleich warum. Die Speisekarte an sich ist ja nur ein Gefäß, die verschiedene Einträge enthalten soll. Also zum Beispiel Fitness-Teller und Schnippbosa. Aber sonst gibt es da keinen Text. Wenn ich jetzt aber im Backend die Speisekarte anklicke, dann sehe ich hier ein riesen Textfeld. Das möchte ich nicht. Und es wird noch schlimmer, weil wenn ich jetzt hier wieder mit dieser Methode von vorhin, indem ich das hier einfach neue Ordner hinzufüge, jetzt eben Speisen hier hinein tue, zum Beispiel eben diesen Fitness-Teller. Und ich gebe dem wieder eine Nummer, dass das gelistet ist, weil ich möchte ja diese Speisen nicht alphabetisch darstellen, sondern ich möchte die mit Drag and Drop im Backend da eine Reihenfolge herstellen können. Jetzt braucht es hier im Fitness-Teller drin eine Textdatei, die nenne ich Speise, weil ich dazu ein eigenes Template schreiben möchte. Ah nein, möchte ich wahrscheinlich nicht, weil es braucht keine Einzelseite für die Speise, aber ich nenne es trotzdem so. Das ist die Speise und die nenne ich wie heißt sie denn, die liebe Speise? Titel Fitness-Teller. Dann möchte ich Details, eine Beschreibung, grüner Salat mit Fitness-Teller bestellt. Keine Ahnung, was da drin ist. Und dann braucht es einen Preis. Schreibt es auf Englisch an. Und das kostet 15 Franken meinetwegen. Und jetzt mache ich noch einen zweiten und dann lasse ich es dann sein. Das ist am falschen Ort. Ich muss es in der Speisekarte drin. Ich muss ein Kind der Speisekarte sein. Nummer 2 ist also ich entschuldige mich hier wieder mal für die mangelnde Fantasie, ein Schnippo und das Schnippo hat hier auch eine Textdatei namens Speise. Ich bin noch nicht sicher, ob das notwendig ist, das Speise zu nennen. Vielleicht kann es dann auch anders heißen. Titel Schnitzel Pommes Frites, Details, das D
sehr beliebte Kinderteller. Und der Preis ist 18 Franken. So, jetzt gehe ich ins Backend, ich lade das neu, ich bin in der Speisekarte und da sehe ich jetzt auch diese Seiten, das sind die Unterseiten, Subnavigation oder nein, nicht Navigation, aber das sind die Unterseiten dieser Speisekarte. Das ist wünschenswert, dass das Unterseiten der Speisekarte sind. Wenn ich das anklicke, habe ich auch dieses Textfeld und nichts anderes. Und hier könnte ich auch Unterseiten und Dateien hinzufügen und das sind Dinge, die ich nicht möchte. All das möchte ich nicht. Und der Grund dafür ist eben, dass es keinen Blueprint gibt, beziehungsweise im Backend alle diese Einträge benutzen denselben Blueprint. Da gibt es auch irgend so eine Default-Seite. Und das ist hier im Site-Ordner unter Blueprint und Pages als Default. So sieht das aus. Und das möchte ich nicht. Und jetzt muss ich kurz hier in der Dokumentation nachschauen, wie das jetzt schon wieder geht. Blueprints. Und jetzt müsste ich eben dieses Video nochmal nochmal anschauen, aber vielleicht schaffe ich es auch ohne. Das Site-YAML Blueprint, das ist, enthält die Felder, die ich editieren möchte, wenn ich die Site-Datei editiere. Also dort müsste wahrscheinlich auch jetzt das Feld für die Telefonnummer rein, wenn ich das im Backend editieren können möchte. Und YML heißt übrigens YAML, steht für YAML und das ist eine Sprache wie Markdown. YML oder YAML steht für Yet Another Markup Language. Und das Ziel ist nicht, Dokumente zum Lesen zu schreiben, wie mit Markdown, sondern hierarchische Dokumente, wie zum Beispiel so etwas in der Art mit Namen und Einträgen dazu. Also, jetzt muss ich herausfinden, wie ich den Blueprint auf einen bestimmten Seitentyp anwenden kann. Ah, ich glaube, es ist egal, weil ich muss es im Backend machen. Okay, also. Ich nehme einfach das mit, kopiere das und mache eine neue Datei und die nenne ich Speise. Ja, oder gleich Karteneintrag. Und das muss natürlich eine Endung haben. Das muss YAML heißen. Und da kopiere ich das rein. Und hier heißt es, der Name ist Karteneintrag. Es ist kein schönes Wort, vielleicht fällt mir irgendwann noch was Besseres ein. Preset Page, Page ist okay, weil die einzelnen Speisen sind Pages bei mir. Es wäre vielleicht möglich, das anders zu machen, aber ich mache es mal so, auch wenn ich keine Einzelseite pro Speise möchte. Fields, es gibt ein Feld, das heißt Text und das möchte ich eben nicht, sondern ich will ein Feld, das heißt Details. Das Titelfeld, das gibt es automatisch, aber Details möchte ich. Das Label dazu, also wie es beschriftet sein soll, ist vielleicht Beschreibung. Und es ist eben nicht Text Area, sondern Text, also das ist ein Einzeiler statt eines großen Textfeldes und A. Und Size Large soll es eben auch nicht sein. Das ist das Detailfeld, dann möchte ich das Price-Feld. Und Details und Price, das sind dann auch die Namen, die ich im Template verwenden muss, um an die Information heranzukommen. Price, Label, heißt es dann Deutsch Preis und Type ist Number und jetzt kann ich in der Dokumentation nachschauen. Number, kann ich das suchen?
nicht suchen. Es gibt verschiedene Typen solcher Felder, also Blueprints, und hier unter Fields wahrscheinlich sollte ich das finden. Number. Ah, es gibt sogar ein Feld für Telefonnummern, das ist toll. Blocks, File, Headline, Line, Multi-Select Pages, Range, Structure, Tell, Text Area, Toggle, Users, Writer, URL. Aha, da oben ist es ja. Ich habe nicht begriffen, dass es zweispaltig ist und dachte, die rechte Seite sei eine Erklärung der linken. Okay, Number ist ein Feld. Wenn ich das anklicke, komme ich hier zur Dokumentation dieses Feldes. So wird es dann aussehen im Backend, und das sind dann hier die, wie sagt man, die Eigenschaften, die ich definieren kann. Und was ich möchte, ist, dass ich den Step definiere, das heißt, in welchem, wie soll ich sagen, in welchen Schritten darf ich die Nummer erhöhen? Und ich möchte nur ganze Zahlen, und darum schreibe ich hier 1. Es soll keine Kommastellen geben. Das ist etwas. Und sonst, ich könnte noch ein Minimum und Maximum definieren, aber ich lasse es mal so. Und jetzt habe ich hier diesen Karteneintrag. Und jetzt, wenn ich hier auf Einstellung gehe, kann ich das eben, glaube ich, nicht ändern. Ich kann hier die Vorlage nicht wählen. Und was mit Vorlage gemeint ist, ist jetzt eben, welcher Blueprint angewendet wird. Ich kann es auch hier nicht machen. Das geht nicht. Ich habe die Dinge irgendwie von Hand gemacht, und wahrscheinlich gibt es einen Weg, das einzurichten, aber ich werde die einfach löschen und neue machen. Ich mache jetzt einen neuen und sage hier Cotturotti URL-Anhang, also das heißt, wie wird es dann hier in der Adresszeile angezeigt, also wenn es eine Einzelseite ist, was es bei uns nicht wird. Und bei der Vorlage kann ich jetzt eben Karteneintrag auswählen und sage Entwurf anlegen, und jetzt habe ich es. Ah, ich hatte hier sogar schon etwas vorbereitet bei einem Test, und der Preis steht auch schon drin, das ist toll. Also jetzt habe ich hier wirklich die Felder, die ich brauche. Ich habe hier noch Seiten und Dateien, und das könnte ich wahrscheinlich deaktivieren, aber ich lasse es mal so sein. Und dann kann ich sagen, ich will das nicht als Entwurf, sondern gelistet oder öffentlich, das heißt öffentlich. Und dann kann ich sagen, welche Position, und dann gehe ich auf 1, sage ändern und speichern. Und wenn ich hier zurück auf die Speisekarte gehe, dann habe ich hier das Cotturotti, und jetzt durch die anderen beiden löschen und ersetze sie mit Neueinträgen. Okay, und nehmen wir noch das ist immer das Problem jetzt mit Blindtext, ich weiß nicht, was schreiben. Ich will nicht nochmal Fitness-Teller schreiben. Tofu etwas, und Karteneintrag, Entwurf anlegen, und das Problem ist, ich werde noch einen weiteren Eintrag machen müssen. Tofu, das ist das Größte. Das kostet 20 Franken, und das ist öffentlich an zweiter Stelle meinetwegen. Und dann gehe ich hier zurück und noch einen dritten, damit es sich dann auch lohnt, eine Schleife zu schreiben. Und hier gibt es Ingwer, Falafel, keine Ahnung, was das ist. Schmeckt vorzüglich mit Ketchup. Und das kostet 25 Franken, das ist die Spezialität des Hauses. Und wird auch öffentlich gemacht. So. Okay, jetzt habe ich hier immer noch dieses Textfeld, und das kann ich wahrscheinlich loswerden, indem dass ich hier diese Felder entferne. Ich hoffe, ich mache jetzt hier nichts kaputt. Speichere.
Also das wäre etwas, was ich noch bereinigen müsste, aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, ich habe meine Einträge für die Speisen. Und wenn ich das aufmache, dann kann ich auch eine Beschreibung und einen Preis eintragen. Und das sind dann die Felder, die ich hier auch, die Informationen, die ich herausziehen möchte aus dem Template. Und das ist dann der nächste Schritt, dass wenn ich auf Speisekarte klicke, dass ich auch diese Speisen hier drin sehe. Und bevor ich das mache, muss ich mal hier mit den Styles ein bisschen aufräumen. Jetzt gehe ich in mein Style Sheet. Ich verliere hier nicht allzu viel Zeit, aber ich möchte eine Klasse, die heißt Unstyled. Damit ich Links habe, die nicht violett und nicht unterstrichen sind. Text, Decoration, None und Color Black und upsla. Und um das expliziter zu machen, ich möchte diese Klasse nur auf As anwenden. Und das schreibe ich mir so auf. Und was ich auch noch möchte, ist Listen. Aha, Unstyled sind natürlich eigentlich eher Listen. Und hier wäre es undekoriert. Ich möchte Listen, die unstyled sind. Und das heißt, kein Padding und keine Bullet Points. So. Und dann gehe ich mal in den Header bei den nicht Blueprints, sondern bei den Snippets. Und das ist der Link in der Navigation, also die Links zu den Speise- und Getränkekarten. Undekoriert bitte. Und das gleiche beim Link, der zurückführt auf die Homepage und diese Liste mit der Navigation, die soll unstyled sein, damit ich keine Bullet Points habe. Speichern, neu laden und jetzt sieht es ordentlicher aus. Ich verstehe zwar nicht mehr, dass es eine Navigation ist, aber dieses Problem ist trivial und lässt sich später lösen. Jetzt möchte ich hier die Speisen sehen in der Speisekarte. Und die Getränkekarte lasse ich weg, weil das ist dann dasselbe in Grün. Was ich hier auch noch machen kann, ist so ein, mal diesen Footer nach unten verschieben. Auch dazu gehe ich in Style Sheet und sage, dass der Body, dass ich den als Flexbox haben möchte. Und zwar soll die Hauptachse von oben nach unten verlaufen. Das ist Flex Direction. Column. Und das sollte eigentlich noch nichts ändern. Der Weißraum hat sich ein bisschen neu organisiert. Aber was ich tun kann, ist, dass ich dem Footer sage, ah, es fehlt noch etwas. Was ich hier noch sagen muss, ist, dass der Body so hoch sein soll wie der Viewport Minimum. Also Minheit 100 Viewport Units. Das macht noch keine Änderung. Und dann, wenn ich dem Footer sage Margin Top Auto, dann sollte er sich eigentlich nach unten abstoßen vom Rest. Genau, und jetzt haben wir die Telefonnummer unten. Okay, und dann gehe ich zum Kartentemplate. Und hier werde ich statt Kartentemplate
einen Loop schreiben, wie vorhin. Ich kann es eigentlich kopieren. Ich kopiere mir das aus den Snippets für den Header. Das ist dieses ganze Ding hier. Und eigentlich ist es ganz passend, wenn das auch eine Liste ist. Kann ich vielleicht noch eine ID geben, um das besser abzugrenzen. Dann sind es eben nicht die Kinder von Site, durch die ich die Iterationen machen will, sondern die Kinder von dieser Page. Also wenn du schaust, auf der linken Seite Speisekarte ist die Seite, die Speisekarte ist. Und die hat Kinder, nämlich Kotoroti, Tofu mit etwas und Ingwer-Falafel. Und diese Kinder sind Bestandteil oder sind Objekt dieses Loops. Und der Rest, was ich nicht möchte, ist, ich möchte keine Links. Die Speisen, die soll man nicht anklicken können. Jetzt schaue ich kurz, ob das geht. Da sind meine lieben Speisen. Aber was ich jetzt hier möchte, ist nicht einfach den Titel, sondern ich möchte zu jedem Eintrag, zum Beispiel den Preis und auch die Beschreibung. Also. Das List-Item wird drumherum das ist der Rahmen, wenn du so willst. Und der Titel, ach so, vielleicht nicht P, sondern A3 ist wahrscheinlich die richtige Hierarchiestufe hierfür. Es gibt einen Titel und dann gibt es einen Preis. Da nehme ich einen Klassennamen dafür, Class Price, und da gibt es auch wieder einen PHP-Tag, der von Item dieses Preisfeld abfragt, den Inhalt davon. Und dann gibt es noch dasselbe für die Details, für die Beschreibung. Also bevor dieses End for Each kommt, bin ich immer im Loop drin, in einer einzelnen Iteration, und ich kann hier ganz viele verschiedene Dinge tun. Verschiedene Einträge aus einem Datensatz herausholen. Und der Datensatz, der jeweils in dieser Iterationsvariable drin ist, das ist dann die Information, die in so einem Eintrag drinsteckt. Und jetzt habe ich einen Fehler gemacht. The page is currently offline, also irgendwo habe ich einen Fehler in meinem PHP drin, und jetzt muss ich das herausfinden. Ah, ich sehe es schon. Ich habe vergessen, Klammern hinzumachen. Das sind nämlich Funktionen. Also Item ist so eine ganze Datensammlung, und zu jedem Feld, das da drin ist, gibt es eine Funktion, die eben den Wert dieses Feldes zurückliefert. Okay, und jetzt hat es geklappt. Durch den Cotturotti 18, Indian Street Food, ganz lecker. Tofu mit etwas, da fehlen scheinbar die Einträge. Da müssen wir ins Backend schauen gehen, was da schiefgelaufen ist. Es steht ja eigentlich etwas drin. Ist auch veröffentlicht. Ah, jetzt ist es gegangen. Keine Ahnung, was da falsch gelaufen ist. Und jetzt muss das natürlich irgendwie noch designt werden, weil so ist es natürlich nicht besonders gut lesbar. Also hier zum Beispiel etwas Interpunktion machen, dass
der Preis hier als Preis lesbar ist. Also ich schreibe hier einfach irgendwas hin, weil ich weiß vorne, das was hier vorne als PHP steht, das wird in eine Nummer resultieren, in eine Zahl. Und der Rest, den muss ich wohl mit dem Stylesheet machen. Und vielleicht könnte ich hierzu den Inspector benutzen, das links andocken und jetzt die Frage, wie wir das machen. Eine Möglichkeit wäre, diese Listeneinträge hier mit Grid zu layouten. Dann wäre es links, damit der Titel Platz hat, ein FR und rechts für die Nummer wäre es Max Content wahrscheinlich und für die Beschreibung die Details, bei denen möchte ich. Würde zwar so auch funktionieren, aber ich könnte da sagen, create column, dass es beide Spalten überspannt. Sowas. Und jetzt bin ich hier leider in Chrome und weiß nicht, wie ich mir die Changes anzeigen lassen kann, damit ich das da schön heraus kopieren kann. So mitnehmen. Also zurück ins Stylesheet. Und ich bin da in der Speisekarte. Wenn es die Getränkekarte auch sein sollte, dann wäre es vielleicht sinnvoll, hier eine andere ID zu verwenden. Aber beziehungsweise könnte natürlich sagen, diesen Selektor auch noch hinschreiben. Und dann Price. Da sage ich Text-Align. Right, damit es rechts angeschlagen wird und alles schön untereinander ist. Wenn ich keine tabellarischen Ziffern hätte, müsste ich das hier vielleicht als OpenType-Feature aktivieren. Und das ist, glaube ich, okay so. Und bei den Details, da wollte ich sagen, Grid Column 1 bis minus 1. Oh toll. Was ist jetzt passiert? Und das Grid ist ja diese die ganze Liste, irgendwo stimmt was nicht. Aufräumen.
So, das sind die zwei Dokumente, an denen ich im Moment arbeite. UL-ID, Speisekarte. Und das ist das Grid. Ah, natürlich falsch. Ist eben nicht das das Grid, sondern der Listeneintrag soll das Grid sein. Also, pardon. Und jetzt ist das Ding ein bisschen breit. Gut, wäre ja irgendwie sowas. Jetzt ist die Frage Schriftgröße, stark hochschrauben und die Zeilenbreite, die Spaltenbreite irgendwie einschränken. Das wären jetzt so die nächsten Schritte. Auch hier der Weißraum ist überhaupt nicht optimal. Ja, das wäre jetzt etwas, was ich noch tun könnte hier. Ein bisschen Abstand nach oben, ah, nicht für H3, sondern für das Li. Besser den nach unten. Etwa so. So, jetzt ist die Frage, eigentlich würde ich sagen, bin ich hier fertig, weil alles, was jetzt kommt, ist Kosmetik. Also, es ist natürlich jetzt, muss das Ding gestaltet werden, aber ich glaube, hier haben wir ungefähr gesehen, was so in etwa notwendig ist und welche Schritte das umfasst, wenn ich nicht einfach einzelne HTML-Dokumente und Style-Sheets editiere, sondern ein ganzes CMS. Und das ist dann, es gibt hier viele bewegliche Einzelteile, an die gedacht werden müssen. Und also vielleicht ein letztes Ding, was ich noch zeigen könnte, ist, ich könnte sagen, es gibt Speisen, die vegan sind und dazu gibt es einen Kippschalter. Das ist etwas, was relativ schnell gemacht ist. Dazu gehe ich wieder in die Blueprints für diesen Karteneintrag und dann sage ich, dass es hier noch ein Feld für die Frage, ob etwas vegan ist, gibt. Und das ist wahrscheinlich hier jetzt, muss ich nachschauen, ein Toggle oder so etwas. Range Select. Vielleicht ist es Select. Nein, ist es nicht. Das ist eine Auswahl mit mehreren Dingen. Checkboxes. Das ist es auch nicht. Multi-Select, Number, Radio, Pages, Range, Structure, Tell, Text Area, Toggle. Es ist ein Toggle. Und was hat der für Eigenschaften? Text. Das sind dann die Optionen. Und jetzt das neue Lade hier, Tofu. Tofu ist vegan. Der Ingwer-Falafel, der ist auch vegan. So. Hat das gespeichert? Okay. Und
jetzt könnte ich sagen, wenn es vegan ist, dann braucht es hier irgendwie ein Kennzeichen. Vielleicht Text. Ich könnte sagen, es ist ein Text. Und den mache ich davon abhängig, ob dieser Toggle angeschaltet ist oder nicht. Und dazu gehe ich ins Kartentemplate. Und das muss jetzt hier irgendwo drin stehen. Also es gibt vielleicht einen zusätzlichen Eintrag. Es gibt einen Tag, der heißt Small. Der steht für Kleingeschriebenes. Das List-Item verhauen. Okay. Und jetzt mache ich das davon abhängig, ob dieser Toggle, was der Wert dieses Toggles ist. Und dazu schreibe ich einen PAP-Tag und if. Und die Bedingung kommt in Klammern und dann braucht es wieder einen Doppelpunkt. Weil das hier unten weitergeht. Da kann ich sagen end if. Und es wäre auch möglich, hier else zu schreiben. Das bräuchte dann auch einen Doppelpunkt, bis es dann wirklich zu Ende ist. Und die Bedingung wäre dann hier Item Regen. Das ist die Frage, ob das so geht. Geht nicht. Also muss ich kurz nachgucken. Ah, auch hier habe ich natürlich wieder vergessen, diese Klammer zu machen. Aber ich sehe hier nichts wegen. Also da ist die Frage, was muss ich. Ich glaube, ich muss es so machen. Ich muss es vergleichen. Also das doppelte gleich fragt, ist es gleich wie? Und ich meine, es muss true heißen. Und true ist eigentlich ein Wert, der keine Zeichenkette ist, sondern ein sogenannter boolscher Wert, true und false. Aber ich glaube, in diesem Zusammenhang muss ich es in Anführungszeichen schreiben. Da steht noch nichts. Also mal gucken, ob hier beim Toggle ein Codebeispiel steht. How to use in templates, convert to a proper Boolean. Aha. Aha. Dann kann ich eben vielleicht doch das verzichten. Tubul. If Page Toggle Tubul und dann drei Gleichzeichen. Damit okay, ich gehe nicht darauf ein, warum drei oder zwei. Das ist ein Unterschied, aber das gehört nicht hier hin. Toggle, Tubul, True. Mal schauen, wo es jetzt geht. Es geht nicht und sehe ich hier irgendetwas? Beim Ingwer-Falafel sehe ich das. Aber wo steht es denn? Wird hier nicht angezeigt. Und das Tofu wisst ihr auch. Wenn ich Tofu angucke, ist es auch angeschaltet, speichern. Ich sehe das Small Vegan, aber es wird nicht angezeigt. Warum nicht? Wahrscheinlich muss ich hier in dem Stylesheet mal was prüfen.
Also es ist jetzt nicht so elegant, was ich mache, aber will das Ding sehen. Aha, es ist zwar da, aber interessanterweise wird das so klein gerendert, dass ich nichts sehe. Und also da zum Beispiel, es ist da. Ah, natürlich, es hat keinen Text drin. Pardon, ein sehr dummer Fehler, wenn auch harmlos. Ich habe hier leere Tags geschrieben. Es hat zwar eine Klasse, aber keinen Text. So. Das war jetzt ziemlich idiotisch. Jetzt kann ich da wieder rausnehmen. Könnt ihr ja den Text grün schreiben. Okay, also jetzt gibt es auch die Möglichkeit, diese Speisen in der Speisekarte irgendwie mit einem Kippschalter auf vegan zu schalten. Es wäre auch möglich, nach dem gleichen Prinzip nicht einen Kippschalter einzubauen, sondern eine Auswahlliste, um zum Beispiel auszuwählen zwischen vegetarisch, vegan oder nicht, oder was weiß ich, was hier noch sinnvoll sein könnte. Aber wichtig ist das für die, oder was du im Kopf behalten kannst hier, ist das, wenn du Einträge hast, wie eben zum Beispiel jetzt solche Speisen, die auf eine Speisekarte gehören, dass du steuern kannst, welche Felder es im Backend gibt, wo du Änderungen am Eintrag vornehmen kannst. Um das zu tun, brauchst du diese Blueprints in diesem YAML-Format. Und Fields definiert, welche Arten von Feldern es gibt. Das ist dann eine Auflistung von solchen Feldern. Und es gibt Felder, die prüfen, ist es wirklich eine Nummer. Also hier beim Preis darf ich nichts anderes als eine Zahl reinschreiben. Du kannst Kippschalter machen, du kannst Auswahlfelder machen. Da gibt es eine ganze Reihe, die hier beschrieben wird in diesem Eintrag zu Fields. Es gibt auch ein Schulvideo dazu. Und die Dokumentation ist recht gut. Also es wird nicht nur gesagt, was in die Blueprints rein muss, sondern es gibt immer auch ein Beispiel, das dir zeigt, wie du dann dieses Feld in den Templates drin, wie du dort irgendwie Informationen rauskriegst und das hier in dieses PHP-HTML-Gemisch reinbringst. Okay, damit schließe ich diese Videoserie ab. Wenn du bis hierher geschaut hast, dann lüfte ich meinen Hut vor deiner Neugier und ich hoffe, du probierst selber mal etwas aus und ich freue mich darüber, wenn Fragen auftauchen. Und jetzt ganz am Schluss könnt ihr natürlich noch den Abgleich mit meinem Server machen. Da sieht es immer noch so aus. Hätte ich fast vergessen. Git Status, Git Add, alles Neue, Git Commit, minus M, kind of. Natürlich noch Push auf GitHub Git. Push. Speisekarte. Es ist immer noch rot. Wahrscheinlich ist das Stylesheet zwischengespeichert worden. Wenn ich das. Also ich zeige mir den Quelltext an, folge dem Link auf Stylesheet. Und mache hier einen Reload im Browser und dann habe ich das aktuelle Stylesheet. Also das ist nicht sehr elegant und es gibt Wege, diesen Browser-Cache auch anders zu leeren. Aber jetzt so für den Moment ist das okay. Also es ist
schlecht gestaltet hier, das müssten Buttons sein oder irgendwie eine klar kenntliche Navigation. Aber, und es bräuchte natürlich noch Getränke in diesem schönen Restaurant. Aber ich glaube, von hier aus weißt du eigentlich genug, um selber einmal ein bisschen auszuprobieren.